Spotify Premium kostet für Studenten nur 4,99 Euro im Monat. Hör Millionen von Songs, offline und ohne Werbung. Mit Premium lebst du in einer Villa statt einer WG. Lehn dich zurück und genieße das Spotify Radio. Wähle einen Song, der dir gefällt, und Spotify spielt dir einen guten Track nach dem anderen. Eine tolle Option, wenn du mal nicht genau weißt, was du hören willst oder einfach mal wieder Lust auf etwas Neues hast. Tune in mit dem Spotify Radio.
So, und damit herzlich willkommen zurück, denn wir starten jetzt in die Knife Round. Ja, man hat sich hier für Dust 2 entschieden. Eine ziemlich wagemutige Entscheidung, ist natürlich ein bisschen mixabhängig.
So eine da, das zwei kann man halt gute Mix spielen. So, da gibt es jetzt mal die Decoy. Knife und hier nicht allzu wichtig. Ich meine, man kann gute Runden auf City holen und gute Runden auf Terror-Seite holen. Knife und ist ein reiner Schlagabtausch. Maus jetzt down bei Team Property gegen NX. Dulu macht auch nochmal ein. Property auch nochmal ein. 2 gegen 2. Oh, da gab es ein Team-Attack. Oh, und Ila mit einem starken Frag. 1 gegen 1 jetzt. Ja, Sando behält aber die Nerven, macht den Frag und damit haben sie die Seitenwahl. Swap. So, Swap kommt. Overlay stimmt auch wieder. Ja, und jetzt sind wir auch live in der Knife. In der Piss Round. So, gucken wir uns dann natürlich als allererstes erstmal den Aufbau an. Wie ihr Team Property steht. Und man macht einen Mitte-Stack Richtung B. Ja, man denkt da eher Mitte-Go, B-Go, sowas in der Richtung hin. Und man pusht direkt Cutters rein. So, und das kann eine interessante Pistol-Run werden. Wie jetzt T-Girls darauf reagieren. Anna steht da auch noch Richtung T-Base. Muss er jetzt einen Frag machen? Macht er auch einen Frag? So, Bombe geht jetzt ganz einfach Richtung lang durch. Wird auch durchgehen. Halt zu wenig Schaden machen. So, Maus, Maus, Maus. Wenn sie den Frag da macht. Schade. Der Frag wäre noch wichtig gewesen. Aber sie ist noch weit, weit entfernt. So, jetzt muss T-Girls gut stehen auf dem Spot. Dudu hat einen guten Spot. Spot geht direkt City-Base runter. GZ macht da einen Frag, kriegt direkt den Refrag von Maus. So, Anna hat, glaube ich, einen Contact an lang. Dudu geht einfach Headshot-Strecke hoch, macht ein, macht zwei schöne Frags. Jetzt muss sie hin. Die Diffuse einfach durch, die sind einfach durchdiffused. Anna noch. Anna geht jetzt auch noch down. Starke Runde von Jenny. Einfach durchdiffused. Hat den Diffuse-Kit gehabt. Schön gespielt. So, zwei Spielerinnen leicht auf Kana Base. Jetzt wieder da. Kein Scout-Hit. So, jetzt spielt man auf jeden Fall Standard. Kurz lässt man offen, weil man lang aggressiv einhält. Oh, gefährlich davon, GZ. Einfach Richtung Teammate zu gucken und die Bombe zu droppen. Aber sie kann trotzdem den Hit setzen. So, Antonio da ein bisschen in der Cutters. Ja. Geht da nicht ein bisschen vor, um da ein bisschen zu baiten, ein bisschen Stress zu machen. So, GZ, jetzt kann sie den Frag setzen, jetzt kann sie den Frag setzen. Kriegt aber den Hit. Und trifft sie wieder nicht. Shanto komplett low HP, jetzt nur mit 5. Jetzt geht's kurz durch. Jetzt geht's kurz durch. Anna hier erstmal direkt einen Farmer-Setshot. Ja, da wollte einfach nur ein bisschen baiten, denn Bombe kann auf jeden Fall gelegt werden für kurz. So, Jenny. Jenny, Headshot-Schräge. Rambolina hilft dir da ein bisschen. Schön zusammengespielt. GZ jetzt alleine auf dem Court. Nur mit einer Scout. Kann aber noch einen Frag setzen gegen Shanto. Ja, geht dann aber down gegen Steely. Diffuse kommt. 2 zu 0. Man entscheidet sich ja zu kaufen, wenig Equipment bei T-Girls und es geht Richtung B. Da steht Maus und Steeler und da kommt die Flash und dann gehen zwei Cutters runter, drei Cutters runter, vier, alle Cutters runter. So, Shanto hat ein bisschen Contact, geht dann aber down. Ja, jetzt geht's Richtung Quartz, Bombe allein im AWP und Bombe noch in den Tunnels. Wenn man da jetzt unglücklich gepusht wird. Ja, Ila steht aber noch in Quartz, ein bisschen Support zu geben. Jetzt will sie aber facen. Macht doch den Headshot gegen Maus. So, schwierige Runde jetzt. Wenig Platz dafür T-Girls. Müssen eigentlich über Mitte oder über Quartz gehen. Gehen sie auch. Stila macht einen schönen Headshot gegen Antonia. Die haben aber teilweise auch schwierige Namen.
So, 3 gegen 3 Situationen. T-Girls ohne Equipment jetzt. Ida aber mit einer super starken Position. Macht ein, macht zwei Frags. Geht dann down gegen Steel. Ja, sie gegen 2. Ist machbar. Sie hat viel Equipment. Hat ein Kit. Aber Quartz wäre wahrscheinlich die schlechteste Entscheidung, die sie treffen kann. Und da steht Anna mit der AWP. Verschießt, kriegt direkt den Headshot. Und Steeler macht beide Frags. Das ist unfassbar. Der Diffuse müsste eigentlich noch durchgehen. Sie hat ein Kit. Und der Diffuse geht durch. Boah, ziemlich, ziemlich stark gespielt von Steeler. Aber auch stark gespielt von den T-Girls. 4K, fast die Ace gemacht. Richtig starke Headshots von ihr. Natürlich. Oh, es wurde aber gekauft. Ja, einmal Tech 9, Kevlar, ein bisschen Kevlar da, P250. Ila geht da einfach durch das Feuer. So, man nimmt jetzt hier auf jeden Fall die Mitte erstmal ein. Und da steht Charge. Boah, starker Frag von ihr gegen Anna. Dann aber ein starker Hit und noch so ein schöner Frag von ihr gegen Ila. So, Shancho muss da jetzt nicht komplett zurückgehen mit ihrer AWP. Darf nicht mehr allzu viel facen, wenn dann ein Nate kommt. Ja, sie traut sich aber trotzdem nochmal zu machen. Aber Steelia ist hinter ihr, macht dann den Frag. So, GZ auch down, Dudu auch down an langen. Flawless Round für Team Property. So, jetzt wieder in den Waffen. Zwei AWPs jetzt in der Mitte. Schön. Oh, da verschießt Gigi. Das war eigentlich ein Free Frag. Ja, Facen wäre jetzt die schlechteste Entscheidung, die sie machen kann. Hat aber Glück, dass sie nochmal zurückschiebt mit der AWP. Hat aber auch einen Hit bekommen. So, Antonia macht ein bisschen Stress am B. Kriegt dann eine gute Nade ab auf 66 HP runter. Und jetzt kommt der Molotow. Und das ist jetzt auch gut. Sie geht zuerst in die falsche Ecke. Da werden nochmal 9 AP abgezogen. 11 AP. Jetzt ist sie komplett down. In der Zwischenzeit wird Quartz komplett durchgegangen mit 4 Mann. Mit 4 Frauen. So, Rambolina hat da ein bisschen Aiming-Schwierigkeiten. Anna steht dann da auch, wollte auch sprayen, trifft aber nicht. So, Jenny hält da einfach nur lang. Richtig von ihr. Nicht alleine dagegen facen. Die Nade kam aber nochmal gut gegen Jenny. Nach 48 HP, aber ein Frag von Steelia macht die Runde nochmal komplett auf. Noch ein schöner Frag von Maus. Dudu jetzt ganz alleine und Maus macht den dritten auch noch. Bombe kann defused werden. 5:0. Also wir haben jetzt bis jetzt auf den zwei Maps davor und auf dieser Maps richtig starke City-Leistung gesehen. Jeweils aber meistens nur von einem Team. Bin ich aber mal gespannt, ob man sich jetzt immer was einfallen lässt bei T-Girls. Beide ersten Spiele verloren. 16:7 und 16:6. Ja, Shancho macht einen offensiven Move Richtung Mitte unten. Und es geht jetzt direkt B. Maus sieht alles. Hält einfach rein. Und da ist das Ace. Nein, doch nicht. Doch kein Ace. Das habe ich schon gedacht. Aber nein, stealt ihr zwei. Und somit doch kein Ace. Schöner gestanden, ganz einfach. T-Girls sind einfach durch die Smoke gegangen. War natürlich einfacher von der anderen Seite her zu fracken und zu sehen. Dadurch no problemo. So, jetzt sehen wir aber wieder ein Force-Buy, ja? Eine Tech-9 dabei, eine Deagle bei Antonia. Man gast Richtung Mitte. Da steht Chances. Macht da einen kleinen Hit durch die Tür, durch zwei. Oh, macht da einen richtig starken Frag. Zieht er nochmal mit der P2000. Jetzt aber Steel ja mit der Tech. Das ist unfassbar. Keiner in der Mitte bis jetzt gefallen. Jetzt fällt Steel erst ziemlich später Refrag und Shancho gibt No Scope in den Kopf. Schnelle Runde. Gute Runde für Team Property. Schlechte Runde für T-Girls. Also ich habe so das Gefühl, dass man hier ein bisschen ahnungslos gerade ist. Ja, also ich meine, es zerrt natürlich auch erstmal an die Nerven, wenn man halt auf Nuke 16:7 verliert, indem man auf City-Seite nur 4 Runden holt. Jetzt aber GZ erfolgreich gegen Shancho in der Mitte. Das war jetzt endlich mal ein First Pick, den man mal braucht. Das Team Property mal ein bisschen agieren muss.
ein bisschen rotieren muss. Aber man bleibt einfach 2-2 stehen. Kurz ist man komplett offen. Und Molina müsste da jetzt langsam mal Richtung Kurzspotten gehen. Ja, Jenny, jetzt kann sie ansagen. Gefährlich für Rambolina da. Wäre sie fast noch down gegangen. Schöner Frag von Anna. Jeezy macht dann auch nochmal ein. Das muss jetzt die Runde. Oh, noch so ein starker Frag von Anna. Ja, und da ist doch endlich die erste Runde für die T-Girls. Und vielleicht bricht das jetzt mal das Eis, dass man hier nochmal 3-4 Runden holt. So, was sehen wir jetzt? Triple AWP bei... Okay, Triple AWP bei T-Girls und eine Double Orb bei Team Property. Interessant. Kann man mal spielen? Auf das 2 sowieso. Auf das 2 gibt es halt viele, viele Spots, wo man AWP gut ausspielen kann. Lang in der Mitte zum Beispiel. Cut das oben. Mitte oben Richtung Quartz. Mitte oben halt Richtung City Base runter. Kann man noch 1, 2 Flash holen? Jetzt müsste eigentlich eine Support Flash kommen für Dudu, kriegt sie aber nicht. Wenn man da keine Support Flash schmeißt, dann hätte man vielleicht sogar den Frag holen können gegen Santo. Ja, Santo ist jetzt blind, muss wegschieben. Da war die Support Flash. Aber Jeezy da einfach zu zögerlich mit ihrer AWP. Müsste da eigentlich viel, viel schneller facen. So, jetzt wieder blind. Das war richtig schön gespielt. So, Jenny. Konnte spotten, Rambolina macht einen Frag, hat unten Auge gespottet, da geht sie aber down. Nur noch Steel, ja, und Maus. Gegen 4. Wenig Equipment. Schwierig die Runde zu holen. Ist Steel jetzt auch down, Maus alleine gegen 4. Geht dann auch down. Gegen Anna. So, da waren wieder 4K. Von Jeezy mit ihrer AWP. Also, wir sehen heute ziemlich viel... Viel geballte Power in Bezug auf 3K, 4K. Ein Ace haben wir heute noch nicht gesehen. Ne? Soweit ich mich erinnere, habe ich glaube ich noch kein Ace gehabt bis jetzt. In meinen Spielen. So, gegen Mitte, Jeezy. Boah, ein Hit. Immer ein Hit gesetzt gegen Jeezy. Oh, Dudu da AFK? Was ist da los? Dudu, AFK? Hier, haben wir sie. Wahrscheinlich einen Timeout bekommen. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Eine Spielerin AFK. Sieht so aus, als ob sie einen Timeout bekommen hätte. Hat nämlich keine Pistole in der Hand. So, es gab aber noch keinen Pause-Call im All-Chat. Ja, da hatte sie das Timeout. Jetzt wird erst die Pause gecallt. Ziemlich spät. Das müsste man eigentlich am Teamspeak schon hören. So, Ila. Ila hat sie da gesehen, kann sie da eigentlich bangen, wartet aber auf einen guten Moment. Oh, Anna. Anna, einfach No-Scope. Durch die Kante durch. 3 gegen 3 Situation. 3 Mann Orb, das ist gefährlich. Ja, wenn jetzt von Quartz einfach nur 1-2 Smokes kommen, das so dass man auf Close Distance On-Spot kommen kann, könnte das ziemlich gefährlich werden. Aber Ila an lang. Gute Position von ihr. Easy Frag für sie. Oh, Maus, Maus macht auch kein mehr. Stilia macht einen Frag. Sprayt sie ein bisschen. Schießt noch low. Ja, und geht weg. Einzigste richtige Entscheidung, hier saven zu gehen. Man kann zwar höchstwahrscheinlich nicht kaufen. Aber es ist natürlich besser, als jetzt die Waffe noch zu verlieren. Den Kevlar zu verlieren. So, Spiel ist pausiert. Durch den Drop. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen warten. Dudu da ja getroppt eben gerade, hat man schon gesehen. Sowas kann halt immer passieren. Das ist halt ein Online-Event, ja, wenn bei einem zu Hause dann halt irgendwie mal der Internet ausgeht, Black Screen, Blue Screen, was auch immer. Ist natürlich ziemlich ärgerlich. Wir können uns mal ganz kurz in der Zeit mal ganz kurz die Stats angucken. Steel ja hier Top-Fraggerin mit 14-3-4. Also die macht einen richtig guten Job da in der Mitte als Supporterin für Shancho als AWP. Dann kommt Maus mit 925, dann Chancho mit ihrer AWP mit 726, dann Jenny mit 424, die ein bisschen mehr so
Rambolina unterstützt, Support spielt an Lang. Die zwei komplett alleine auf dem A-Spot. Ja, und Antonia 218 muss jetzt langsam ein Spiel finden. Aber natürlich ist das Spiel noch nicht vorbei. Denn man kann auch noch ein 15-0 zu einem 15-15 spielen. Mal ganz kurz. Upsala, welche Taste? Kopfschussquote, ja, die liegt ungefähr so bei 35%. Ja, Antonia hier mit der höchsten Headshot-Rate von 50. Ein 40er bei Anna, also das ist dann schon. Man sieht, Team Robert, die macht weniger Headshots, aber die Frags sitzen halt. Die Body-Hits. Also es könnte durchaus noch ein richtig, richtig spannendes Spiel werden. Können wir mal gucken, was hier noch so gibt. Gesamte Überlebenszeit. 9 Minuten. Gar nicht schlecht. ISP Problems. Also müssen wir natürlich warten. Sowas passiert immer mal. Wir können ja mal so ein paar Skins durchgehen. Boah. Boah. Ein richtig schönes M9 Bayonet. Ja, F drücken tut sie nicht. Hier sehen wir keine Knives. Ah, Flip Knife, Safari Mesh. Good Knife. And the fucking awesome Karambit, Alter. Ohne Scheiß. Schönes Karambit, Blue Steel. Also skins-technisch sind sie gut ausgerüstet. Jetzt kann man natürlich nur noch warten und warten. Und immer mehr warten. Geldtechnisch können wir mal ganz kurz gucken. Sieht's bei Team Property natürlich schlecht aus. Da muss eine Eco gefahren werden. Maus auch schon mit einer P250 im Anschlag. Jenny hat einen Karten-Kit gekauft. Ne? Die hat am wenigsten Geld dann jetzt gerade. Abgesehen von Santo, die natürlich nichts kauft. So. Also, wenn das jetzt noch ein bisschen länger dauert, muss ich, glaube ich, noch mal ein bisschen Musik spielen lassen. Ja, eine Minute, das können wir noch verkraften. Das können wir noch verkraften. Ja, wird schon. Also, ich hoffe, man hat sich bei T-Girls nach dem letzten Match auf Inferno gegen 3D Max nochmal ein bisschen da zusammen in Teamspeak gesetzt und hat da ein bisschen was besprochen, was halt nicht ganz funktioniert, weil auf beiden City-Seiten, auf Nuke und auf Inferno, haben sie nicht gerade stark gespielt. Ja, also ich hoffe, da haben die Mädels nochmal ein bisschen drüber geredet, dass das Spiel letztlich auf jeden Fall besser wird. Aber jetzt geht's auch schon weiter. 3, 2, 1. Start. So, Dudu hat dann genug Geld. Ja, E-Bot funktioniert. Saved alles. Mitte oben wird gesmoked. Skippt Mitte Push. Das kann jetzt interessant werden. Da wird doppelt gebankt. Anna steht da oben mit einer AK. Macht einen Frag. Macht noch einen zweiten. Obwohl sie blind ist. So, Ida da. Rechnet nicht so früh mit den Gegenspielern. Pusht da ein bisschen viel mit der AWP. Hat dann aber noch einen Tech-9 im Anschlag. Macht beide Frags. Damit ist es Steel ja und ihre AK alleine, kann nur noch Anna aus dem Spiel nehmen. Und dann steht es schon 7 zu 4. No Queen. Na. It's okay.
I have my reasons for the ban. So, jetzt gucken wir mal, was man hier spielt. Offensiver Quartz Push. Diesmal wird komplett lang auf, offen gehalten. Stilia diesmal nicht in der Mitte für den Support, sondern. Oh, 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 Rambo Rambolina sieht da trotzdem noch rechtzeitig die Gegnerin. So, die Teammate kam da verdammt schlecht gegen Dudu. Hat er enorm viel Schaden gemacht. 3 gegen 3. Maus extrem viel gepusht. Kann jetzt schön von hinten kommen. AWP aus dem Spiel nehmen. Ana damit jetzt komplett alleine. An Kurz sitzt er eigentlich fast in der Falle. Kann einfach mal nirgends wohin. Richtung A ist zu. Richtung Mitte ist auch zu. Mitte oben, Mitte unten. Also kann einfach nur einen Frag versuchen auf A zu holen. Ah, den Kopf hat sie da nicht gesehen. Wir haben natürlich einen Vorteil, weil wir X-Ray haben. Sie leider nicht, sie hat den Kopf nicht gesehen. Geht dadurch down. 8 zu 4 für Team Property. So, Stilia da kurz. AFK, nochmal die Maus gerichtet. Double AWPs bei beiden Teams. Ziemlich interessant. So, mein Autodirektor will nicht mehr richtig. Sorry. Rambolina macht auch einen Frag. Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn mit meinem Autodirektor los? So, jetzt Stilia in der Mitte. Gleich Contact. Na, da ist noch eine Smoke dahinter. So, und jetzt geht's Richtung Quartz. Ziemlich langsamer Aufbau, ja, aber der Molotow kommt gut getimed, ziemlich gut getimed. Holt nochmal enorm viel Zeit raus. So, Maus da gleich mit einer richtig wichtigen Position, Cut das unten. Kann da gleich alle drei Spielerinnen sehen. Macht einen Frag. Verschießt dann aber ein bisschen. So, jetzt aber Stilia. Stilia macht eins, Stilia macht beide. Und da ist doch schon die 9. Runde für Team Property. Gut gestanden. Schön von denen gefragt. Und wir jetzt mal ganz kurz aufs Scoreboard gucken. Stilia immer noch Topfraggerin mit 17-3-6. Da schmeiße ich vor Freude meinen Stift weg. Also 9 zu 4. Also eine Runde müsste man auf jeden Fall noch holen bei den T-Girls. Maus da mit einem Hit. Die Nate war nicht so geplant. Oh, die Bangs, die Bangs. Ja, da bangt man nur vorsichtig mit einem Zweier Pre-Shot. Oh, die Double Nates haben einfach gesessen gegen Maus. Sie hatte noch einen AWP-Hit durch die Tür. Santo auch erfolgreich in der Mitte gegen Dudu. So, und jetzt müsste eigentlich der B-Gau kommen. Ja, die Flash, ob die jetzt so beabsichtigt war, weiß ich nicht. Okay, sie hat eine Nate festgehangen und ist dann gestorben, deswegen. Sonst wäre sie heute nicht weggelaufen, aber wenn da zwei Nates ankommen mit 51 AP hätte sie, glaube ich, da hast du einfach keine Chance, egal welche Richtung du rennst. So, man entscheidet sich hier komplett für Quartz. Die Smokes liegen extrem gut. Santo kann da wenig sehen. So. Aber nur noch 40 Sekunden auf der Uhr. Und jetzt Rambo. Rambolina muss da mindestens Frag machen, macht da gar keinen Frag. So, Jenny muss einfach eine Zeit rausholen. Hat die richtige Entscheidung, gegen ein Spot vorzupushen, dann ein bisschen defensiv zu bleiben, die Gegner on Spot lassen, dann erst auf Contact gehen, geht dann aber down. Shanjo macht aber ein 2 gegen 2. So, beide über kurz. Schöne Flash. Oh, schöner Frag von Steel. Und jetzt nochmal, jetzt 101. Santo gegen Ila, wer hat jetzt die Nerven, wer macht das Ding? Oh, starker Frag von Santo, verdiente Runde. Schöne 3K von ihr. Und der letzte Shot war einfach nur Kino. Also 10 zu 4, letzte Runde jetzt. Jetzt muss T-Girls auf jeden Fall, also ich würde mal versuchen irgendwas Schnelles zu spielen. B natürlich eher unklug, wenn halt gesmoked ist. Weil Stilia da einfach extrem gut steht. Man entscheidet sich jetzt aber doch Richtung lang, so Mitteaufbau, ganz vorsichtig aber wieder. Die Flash war gut, hat man oh, schön von ihr gespielt, geflasht, dann den Schuss gelockt von der Ave, dann selbst angelegt und dann den Frag gemacht. Alles richtig gemacht.
So, Santo. Rechnet, glaube ich, nicht, dass jetzt die AWP gepickt worden ist. Oh. Santo, da wird die Pistole rüber gedroppt. So, und Maus pusht wieder komplett von hinten. Maus pusht wieder komplett von hinten. Steel, ja, Santo auch nochmal erfolgreich. Jenny auch nochmal erfolgreich. Du jetzt allein an Kurz. Das muss das GH werden. Santo wieder mit einem schönen AWP-Frag. 11 zu 4 für Team Property. Starke AWP von Santo da. Macht richtig schöne Frags. Teilweise sogar auch richtig schwierige Frags. Ja, zum Beispiel das 101 gerade auf A über die Schräge. Ein sehr, sehr schwieriger Frag. So, Pistol ist jetzt im Minimum Pflicht. Also die ist Pflicht. Da kann man nicht drum herum reden. Die müssen die Mädels jetzt einfach holen, sonst sieht's düster aus. So, Santo da alleine Richtung Kurz. Baitet da ein bisschen. Oh, stark von ihr gemacht. Und das ist ein Fake, der könnte direkt aufgehen, weil sie auch einen Frag gemacht hat. Jetzt schiebt sie komplett zurück. Das wird natürlich gehört, dass man zurückgeht. So, Maus auch nochmal erfolgreich. Ila jetzt mit einer starken Position, oder mit einem starken Frag gegen Santo jetzt. Ob sie da mit dem zweiten auch noch rechnet, ist gewagt. Jenny hilft dann aber vom B-Spot aus. Macht dann auch nochmal einen Frag. Starke Runde von Team Property. Starke Headshots wieder dabei. So, jetzt müsste man. Also. Ich weiß nicht, ob das jetzt beabsichtigt war. Ila und Antonia da mit Kevlar. Ansonsten wurde da nichts gekauft. Nur zwei Spielerinnen. Ja, und Maus macht dann direkt einen Frag. Jenny aimt defensiv, Tunnels oben ab. Setzt da leichte Hits. Wirklich nur ganz leichte Hits gegen Antonia mit dem Kevlar. Ja, Antonia dann aber erfolgreich gegen Ambolina. Ein Kurz in der Reflex von Steel, ja? Da und lang hat gepusht. Oh, schon wieder. Also, Santo, egal mit. Egal mit welchem Sniper-Gewehr, also ob jetzt Scout oder AWP, ist richtig stark. Als Orpa, richtig stark. So, Anna kann die Bombe aus dem Spiel nehmen, kann nochmal einen Headshot setzen. Beide Low AP. Kann beide aus dem Spiel nehmen. Macht sie aber nicht, Steeler. Macht dann den Headshot. So, Dudu jetzt alleine über Kurz und Jenny damit in einer richtig guten, starken Position. Kann das jetzt ansagen, kann sie low schießen, kann sie ein bisschen aufhalten. Die Flash kam gut, hat nochmal richtig viel Zeit rausgeholt. Jenny müsste jetzt aber langsam mal Richtung Kurz gehen, um ihre Teammates zu unterstützen. Beide nur noch mit 15 und 16 AP. Ja, schade. Da hat sie versucht, auf die Kiste zu springen, mit der Deagle zu geben. Hat nicht ganz so funktioniert. 13 zu 4 für Team Property. So, also hier nochmal das angesprochene Knife von eben, von Maus. Ein richtig schönes Bajonett hat sie da. Ah, ob sie das jetzt gehört hat? Ah, ups, wrong chat. Jetzt muss er aufpassen, Ila. Ila kommt da gleich. Ah, jetzt ist sie wieder rechtzeitig da und kann auch den Frag setzen. Ja, das war einfach, den Frag zu machen. Santo, No-Scope, einmal mit der Scout angehittet und dann mit der Deagle, mit der Glock hinterher. Überlebt er mit 25 HP, dann nochmal ein Hit gegen Lower Tunnels. Nochmal ein Frag von ihr. Richtig starke Spiele von mir, das kann ich nur noch ein paar Mal erwähnen. Ja, Antonia alleine gegen 5 auf dem Spot geht auch down. Antonia macht hier gerade gar nicht so ein schönes Spiel, genauso wie Dudu. Beide nur 3 Frags. Beide nur 3 Frags. So, jetzt Santo wieder mit ihrer Awe. Oh, zoomt da gerade unglücklich raus. So, Dudu mit einer Scout in der City Base. Also, die Scout wird auch immer öfters gekauft. Schön predicted, schön upgape von Santo. Alles wieder richtig gemacht bei Team Property. Da hat einfach jeder alles im Blick, was er haben muss. So, GZ natürlich auch kein schlechter AWP-Spieler. Hat sie vorhin schon mehrmals gezeigt und dann macht sie auch beide Frags in den Tunnels.
Ich weiß noch, auf Inferno, wo sie ihre 4K gemacht hat mit der AWP auf Quartz. Auch richtig starke Frags dabei gewesen. Aber der Schwachpunkt bei T-Girls sind nun mal gerade, auch wenn es blöd klingt, aber es ist an Antonia und Dudu, die hier sehr, sehr wenig Frags machen. GZ macht dann aber wieder ihren dritten auf B. So, ziemlich, ziemlich späte Runde wieder als CT. Das wird. So, einmal Tech9. Maus hat er sich sogar einen Kevlar gegönnt. Hat er genug Geld wahrscheinlich, ja. Oh, stark von hier. Und jetzt geht's auf B. Und Jeezy geht direkt da mit ihrer AWP. Kann da gar nicht so viel machen. Da müssten Flickshots kommen, die richtig krass wären auf dieser Close-Distance. So, Bombe kann auf jeden Fall gelegt werden. Santo nochmal erfolgreich. Oh, Antonia pusht einfach durch die Smoke. Wollte den Blend down und hat es aber nicht geschafft. Jetzt Ila alleine. Über die Tunnels. Im Prinzip ein richtiger Move von Antonia, den Blender zu holen. Aber es waren zwei Sachen daran negativ. Erstens, es war sowieso noch mehr als genug Zeit. Und zweitens, ist sie viel zu spät, wirklich viel zu spät reingepusht. Da war der Bombenblend halt schon längst fertig, aber es hört sich halt immer alles so leicht an, ne, von der anderen Seite. So, jetzt muss natürlich geforst werden, was geht, kaufen, was geht bei T-Girls. Ist ja natürlich jetzt echt schade, wenn sie dieses Spiel auch noch verlieren. So, Ela geht direkt down. So, Vorteil jetzt eindeutig wieder bei Team Property. Equipment her, besatzungstechnisch her, 4 gegen 5. Kein Equipment bei T-Girls. So, Maus, Maus. Kann dann auch auf jeden Fall nochmal die Nade choppen, die nochmal ein bisschen Schaden macht. Dann kommt noch eine zweite Nade hinterher, die dritte auch nochmal hinterher, dann kommt der Molotow hinterher. Da wird da einfach alles hingeschmissen, was man gerade hat. So, Antonia. Antonia macht nochmal einen Headshot. Anna hat den Kontakt in der Mitte. Dann geht Antonia aber down. Damit ist es jetzt Anna ganz alleine. Und da muss jetzt eigentlich das GG gleich kommen. Ja, da geht sie drauf, kann nochmal einen Headshot gegen Santo setzen, aber das reicht nicht und da ist das GG 16 zu 5 für Team Property. Also wirklich wieder ein richtig starkes City-Spiel, wie wir schon auf allen drei Maps heute gesehen haben. Von dem jeweiligen Gewinner. Und natürlich nicht zu vergessen, die Terrorhälfte von Pay Attention auf Nuke mit 9 T-Runden. Das ist natürlich schon nicht ganz ohne. Da muss man sich dann natürlich auch eingestehen, dass man hier leider keine Chance hatte bei Team T-Girls. Leider natürlich. Also man hätte natürlich, ich denke mal, man ist mit mehr Erwartungen in das Turnier gegangen. Leider dann doch drei Matches gehabt, drei davon verloren. Wir können uns ja mal ganz kurz einmal die Statistiken ansehen. Ja, Gruppe A, B, wenn ich es jetzt finde. Wo haben wir das denn hier? Wir gucken erstmal ganz kurz hier. Also hier gucken wir uns erstmal ganz kurz die Gruppen an. Gruppe A habe ich ja gerade komplett übertragen. T-Girls, alle Spiele. Morgen geht es dann weiter mit Gruppe C und mit Gruppe D, wo auch Team Alternate dabei ist, das deutsche Female Team, und wo natürlich auch TBA Female dabei ist, ehemals Penta Sports, ja, das Female Team von Penta ist dann auch dabei. Und morgen geht es weiter um, das kann ich euch direkt mal sagen, um 18 Uhr ist das erste Spiel, Team Elerate gegen London Conspiracy. Dann Epsilon gegen Engine, Trippin, amerikanisches Team, gegen die Deutschen von Ex-Panther und Hold My Purse gegen Team Alternate. Also morgen wird es nochmal genauso spannend. Playoffs werden dann am 1. März gespielt, Start um 15 Uhr. Werden wir dann natürlich dann auch wieder direkt übertragen. Wer es von uns überträgt, ist noch nicht. Also ich weiß nicht, ob schon in trockenen Tüchern ist, wer das von uns macht. Guckt einfach vorbei. Und jetzt natürlich nochmal eine kleine Offerte an euch, und zwar das Preisgeld, was die Teams hier gewinnen. Das ist genau dieses hier, was hier steht. Und ihr habt jetzt noch die Chance, die Mädels zu unterstützen, zu donaten, bis das Finale anfängt.
Und das ist ja, glaube ich, ich glaube, das kompletten Playoffs werden, glaube ich, komplett am 1. März gespielt. Also könnt ihr noch bis zum Finale ein bisschen was spenden, wenn ihr wollt. Wenn ihr sagt, hier, die Mädels haben es verdient. Waren tolle Spiele, spannende Spiele. Könnt ihr was spenden, donaten? Je nachdem. Ich bin für heute raus. Ja, es gibt jetzt immer ein bisschen Werbetrailer, ihr kennt das ja, und dann noch ein bisschen Musik und dann ist der Stream offline. Ich wünsche euch eine gute Nacht, wir sehen uns und hören uns morgen wieder und feiert heute Abend nicht ganz so wild.